Also erste Homesteading Experience in Australien. Das ist eigentlich ziemlich cool eingerichtet, also uns gefällt es sich auf jeden Fall gut. Da drunter sind jetzt die Hunde unterm Bett, die verstecken sich gerade, wo die Owner weg sind, leider. Hier unser Bad, auch super clean, extrem nice, also ist auf jeden Fall clean, kann man nichts sagen. Da haben wir da ein Gäste-WC, WC halt, und unser Schlafzimmer. Wird geil, wenn man da schläft und dann da morgens rausguckt. Wird ganz nice. Hier dann back ins Wohnzimmer. Genau, hier das Wohnzimmer. Ist ganz cozy. Da macht Sina schon ein bisschen Essen. Und dann wird hier gleich gegessen. Also unsere Küche hat auch alle Geräte, die man braucht. Und jetzt unser Highlight, die Terrasse. Weil wir einfach draußen arbeiten können, chillen können. Das Wetter ist hier auch extrem, extrem geil. Also, ich glaube, das ist ein ultra krasser Vibe hier. Ansonsten, hier kommen wir einmal ums Haus. Hier werden die Minzen gepflückt. Auch unsere Crib, in der wir über Weihnachten da sein werden. Hier der Zitronenbaum. Ein paar Früchte ernten können. Und sich auf jeden Fall eine schöne, gute Zeit hier machen. Also ich denke, das ist schon ziemlich nice hier. Was ist das? Das ist dieses zum Einkaufen, dieses Waschnetz. Ah nee, das ist zum Einkaufen, wenn du das so Obst einkaufst, dass du keine Plastiktüten nehmen musst, dann kannst du es da reintun. Ja, aber es ist krass, dass sie uns überhaupt was schenkt. Ja. Also. Ich weiß nicht, ich dachte irgendwie Schokolade oder so. Vielleicht bei dir. Ja, bei sieht nach schon. Schokolade aus. Oh. Die du nicht essen kannst. Falsch rum geschenkt. Mhm. Cute. Cuties! Molly. Molly! Die will noch nicht. Aber guckt euch dieses Cutie an. Hey, die Augen sind so. Bitte kuschel mich. You want to cuddle? Ist mehr Schnauze als ich. Hey! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Yes! Die Leckerlis, auf die so richtig abgehen, hat einfach Kängurufleisch drin. Also guckt euch das an. Die sind richtig am Geiern, haben Bock drauf. Molly? Yes, you too, Lina, hier. Aber Lina rastet komplett aus, wenn man die nicht hochlässt. Guckt. Was gibt's Neues? Ich bin gerade hier auf die Hunde am Aufpassen. Selina ist gerade einkaufen, weil der eine Hund oder beide haben gestern auf dem Teppich gemacht, sowohl groß als auch klein. Ich gehe am besten mal wohin, wo ein bisschen weniger Verkehr ist. Wir haben da jetzt heute Backpulver drauf gemacht, sind ins Gym, haben das einwirken lassen, rausgewaschen, ging nicht raus. Da habe ich Reis draufgelegt, den Reis wieder so weggestaubsaugt. Hatten wir erstmal keinen Film, weil ich nicht wusste, wo. Selina war auch währenddessen am Strand, weil ich heute viel zu tun hatte, konnte ich nicht mit. Hab dann immer wieder ein Backblech aufgewärmt und das auf den Fleck gelegt, damit der austrocknet. Jetzt hilft uns einfach die Sonne, das zu trocknen. Und ich glaube, man sieht auch nicht mehr so viel. Hat semi-gut funktioniert. Da haben wir dann rausgefunden, wo es einen Föhn gibt. Habe ich es ein bisschen geföhnt. Ist jetzt schon besser geworden, aber ja,
Wir haben uns jetzt dafür entschieden, vielleicht noch einen Teppichreiniger zu holen. Es gibt anscheinend auch so Urinentferner, speziell für solche Fälle. Wir gucken jetzt, ob das funktioniert. Wenn nicht, wäre nicht so gut. Sorgen dafür, dass die diese Nacht uns nicht so machen und dass der Fleck auf jeden Fall rausgeht. Stressiger Tag. Also heute ist wirklich zum ersten Mal wieder ein bisschen Minus, aber das gehört dazu. Gute Neuigkeiten. Wir haben anscheinend ein 2-in-1, also einen Teppichreiniger für Tiere. Also da wurde hingekotzt und da wurde eigentlich alles drauf gemacht, aber ja. Morgens da zu aufwachen ist irgendwie auch immer ganz nice. Gibt einem irgendwie geile Vibes mit dem Zitronenbaum, den Palmen, einem blauen Himmel. Sieht schon ganz nice aus, wenn man aufwacht. Ja. Das sieht scheiße aus. Merken auf jeden Fall immer, wenn man kurz davor ist zu gehen. Alles gut. Nicht weit. Ja. Leute, wir gehen mal einfach mal deine Schuhe ausziehen. Hat da jemand Eiscreme gesagt? Das war unsere erste Woche Homesitting Experience. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Unterm Strich können wir es auch nur empfehlen. Klar hat seine Ups und Downs gehabt. Gerade das mit dem Teppich kann man natürlich nicht planen. Hat uns dann einen Tag und eine Nacht auf Trab gehalten. Gerade weil man nicht weiß, wie reagieren die Besitzer. Zahlt es die Versicherung? Bleiben wir drauf hängen? Aber alles in allem hat sehr gut reagiert. Hat alles funktioniert. $175 jetzt für diese Woche. War eine richtig schöne Zeit. Wir haben jetzt am 3. Januar auch einen Termin bei einer Agentur, die die zukünftigen Homesittings für uns organisieren wird, dass wir das einfach nicht mehr selber suchen müssen. Alles in allem empfehlenswert. Viel Glück euch bei der Suche. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem gerne einen Daumen hoch und genießt die Zeit.